Grüß euch! Jawohl! Also, ich bin von Holz wieder daheim. Und jetzt muss ich mein Werkzeug mal wieder herrichten. Weil das ist bei mir so, wenn ich in Holz draus bin, dann arbeite ich mit dem und komme ich heim, dann richte ich es einfach wieder her, dass ich wieder rausgehen kann. Und da haben wir schon viel dann auch gefragt nach dem Thema. Und jetzt haben wir gedacht, lange habe ich gewartet, weil es ist eine Wissenschaft. Es ist eine Wissenschaft für sich. Ne? Wie bringt man ein Motorsäge richtig scharf? Ne? Das ist eine Wissenschaft für sich. Und ich habe aber gesagt, da gibt es kein richtiges Rezept nicht dazu. Das muss jeder für sich selber ausfinden. Und der Meinung bin ich eigentlich allebei noch. Das muss jeder für sich selber rausfinden, weil jeder hat irgendwie eine andere Säge, jeder schneidet irgendwie anders und so weiter und so. Also es ist halt nicht einfach so zum Sagen. Ne? Ich habe auch lang gebraucht. Und ich glaube, ich bin immer noch nicht am Ziel, dass ich die Säge so scharf habe, wie ich es will. Aber ich habe mir da ein bisschen was überlegt, was es für mich am besten ist. Und das darf ich euch heute gerne zeigen. Ja, weil es auch voll interessiert, weil ich mache immer. Sehe ich scharf, sag einmal das schnell. Dann sage ich, du, das ist nicht so einfach. Das ist nicht so einfach, das ist bei mir ein bisschen speziell. Die ganzen Gedanken, die man gemacht hat, jetzt soll ich euch auch in dem Video. Und ich hoffe, ich kann einen oder anderen weiterhelfen. Aber ich kann euch gewiss sagen, dass meine Methode, wie ich das mache, nicht unbedingt das ist, was ihr erwartet. Nicht? Weil, wie gesagt, jeder hat eine andere Sehe. Die meisten haben 500i, MS500i vom Stil oder was weiß ich. Ja, das ist sowieso momentan, wird jeder hat ein 500i. Ich habe jetzt kein 500i, aber mit der 500i kann ich wieder nicht mitreden, wenn man das gescheit scharf bringt. Nicht? Ich kann es jetzt von meinen Sägen sagen, die wo ich jetzt sage, okay, das, da kann ich arbeiten damit. Nicht? Genau, und was meine Sägen sind, die oder anderen, die hartnäckigen Zuseher, die wissen sowieso schon, welche Sägen das ich habe. Und die, was noch nicht wissen, die zeige ich euch am besten jetzt einmal. Jawohl, also, schauen wir mal die Sägen an. In meinem Sammelsurium von den Sägen, von den Motorsägen, von den Kettensägen, das sind drei Sägen. So, einmal die 023er Stiel, die kennt ihr eh schon, das ist die kleinste Säge in meinem Verbund. In meinem Verbund, ne, sag ich einmal. Der kleinste Säge, die geht wie der Teufel. Ja, wenn es euch interessiert, wie die geht, schaut mal, ein paar Videos habe ich gemacht. Die geht. Ja? Das ist ein Erbstück. Das ist die kriegt ein H-Kennzeichen. Ein historisches Kennzeichen kriegt die von mir. 023er Stil. Bin ich sehr stolz drauf. Das ist ein Erbstück, nicht? Dann haben wir mein 550er Husqvarna. Kennen die meisten von euch. Da schneiden die eigentlich am meisten damit. Das ist eigentlich eine gängige Nastsäge zum Ausnasten. Eigentlich ist es keine Vollsäge. Ich nehme es trotzdem als Vollsäge her, weil es spritzig ist, weil es durchzieht, weil es eine gescheite Schneid drauf bringst. Und weil die 550er für mich einfach vom Gewicht her ideal ist. Ich bin nicht der mächtigste. Ich bin nicht der kräftigste, dafür ist die 550er ideal für mich. Ne? Sonst packe ich in Holz draus nichts, weil dann muss ich zu arbeiten aufhören, weil ich keine Kraft nicht habe. Gebe ich offen zu, darum die 550er für mich momentan die Hauptsäge. Ja, zum Anschneiden, zum Ausnosten. Eine XK-China drauf, mit einer XK-Ketten, ein Halbmeißel habe ich da drauf. Die schneide halt für mich am längsten her, so habe ich dann auch noch mehr dazu. Dann haben wir jetzt einmal durchgehen, die einzelnen Sägen. So, dann habe ich noch eine Föllsäge, meine Föllsäge, wenn es einmal recht gravotisch hergeht, mit Starkholz, da habe ich die MS362C von Stiel, eine Top-Föllsäge für mich. Kostet Rasenosten damit, natürlich, geht, aber für mich ist das eine Föllsäge, eine hauptsächliche Föllsäge. Habe ich auch eine Vollmeisterkette drauf, ja, das richtig schön schnalzt. Aber da mache ich dann, sag ich mal, so, ja, BHD-Meter. Sowas kann man mit der machen. Ja, für mich jetzt. Wieder für mich. Ja, weil ich muss aber für mich reden. Ich kann nicht für generell reden, weil das ist ein Krampf. Weil ich habe auch andere Hosen noch wie ich. Ja,
an deine Hosen legen, sonst hält auch ihr Hosen nur, die bei mir nicht passt. Die drei Sächen haben eigentlich zwei zu viel. Das ist meine Meinung. Ja, weil ich bin kein Akkordarbeiter nicht. Jetzt schaut es wieder ganz anders aus. Ich bin kein Akkordarbeiter nicht. Ich bin ganz normal, ich habe einen Privatwald und da gehe ich raus. Und wenn die Säche hier wird, wo es im Holz viel passieren kann, es kann viel passieren. Dann kann ein Baum die Säche mitnehmen, dann ist sie. Was mache ich dann? Und ich kann jetzt heimfahren und keine anderen holen. Zum Beispiel die 362er Vollsäche, okay. Aber wenn ich jetzt nur eine Säche hält, dann fahre ich heim und mache Pause. Bis dass die neue Säche da ist und dann gehe ich wieder raus. So, ganz einfach. Ich muss nicht schaffen, ich muss nicht da unbedingt hängt das um wegen dem Meter, das was drüber geht. Nein. Und das ist auch gut so, weil sonst macht es für mich keinen Spaß mehr. Ich habe Wasser gefunden, ich muss einen Spaß dabei haben. Und wenn es mir taugt, dann gehe ich raus und mache was. Und wenn es nicht mehr taugt, dann gehe ich heim, weil dann wird es auch nichts. Und dann passiert auch was. So, und darum passt das für mich. Das heißt, eine Sicht hat für mich gelungen. Und das war wahrscheinlich die 55er Husqvarna. Die mag zwei. Ja, die nehme ich auch am meisten her. Das ist mein Allrounder-Sicht, da komme ich gut zurecht. Ich habe auch die Kraft dazu, die sehe ich für die Sicht zum Hernehmen. Nicht? Gebe ich offen zu. Nicht? Und ja, das war mein Sech. So, ich habe jetzt die anderen, ich habe auch Schneidgarnituren. Schneidgarnituren für die Vollsech. 40er Schwert, 45er, 50er Schwert, Ketten drauf, Halbmeißel, Vollmeißel, alles da. Viel zu viel. Aber ich meine, hat es halt. Nicht? Man hat es halt, es wird nicht kaputt, mehr, ich mache da nichts. Ist auch nichts hin. Nicht? Bei der Husqvarna 55, da fahre ich wirklich bloß die X-Cut-Schiene und X-Cut-Ketten. Weil da bin ich am besten drauf, also da kriege ich die Schneid drauf, wie ein Zipferl. So, da bin ich davor, das ist die heute die beste Erfahrung momentan. Ja, und bei der 23er Stiel, da habe ich noch 15 Jahre alte Ketten. Ja, und das Schwert ist auch schon 15 Jahre alt, 30er Schwert, man ist, oder 35er Schwert. Die 15 Jahre alte Ketten, die gehen nur halt noch 3, 4, 5 hinten lang, die gelangen. Du, und wenn die Ketten gut sind, dann schauen wir mal, was da noch ist. Ne? Aber wie ihr schon merkt, ich habe drei unterschiedliche Sächen mit unterschiedlichen Spezifikationen. So, ich habe auch gemeint am Anfang, na, der Kost hergeht, das mache ich alles mit einer Methode scharf. Auf alle Fälle. Ja, das geht, das funktioniert, auf alle Fälle. Da bin ich schnell drauf gekommen, dass das nicht hinhaut. Also für meine Verhältnisse nicht. Was habe ich gemacht? Ich habe gesagt, da kaufen wir einen Fall. Das ist billig. Ja? Und dann fahre ich die drei Sächen mit der entsprechenden Pfeile. Ne? Gibt es einen 4,8er Pfeil, einen 4,5er Pfeil, einen 5,2er Pfeil und so weiter für die entsprechende Ketten. Pfeile das. Ne? Könnt ihr nicht schauen. Findet ihr im Internet, welche Pfeile zu welcher Kette passt. Das habe ich probiert. Bin ins Holz rausgegangen und da bin ich so narrisch geworden, weil keine Säche geschnien hat. Ja, Pfeilen haut nicht hin. Übung. Hast du keine, weil kannst du auch nicht kriegen, weil du nicht jeden Tag feilst, dass du das Wasser bringst. Ja? Ja, du brauchst einen gewissen Winkel. Ja, in der Heichen, in seitlichen Winkel, da gibt es alles Bezeichnungen, ihr versteht, was ich meine. Ja, und da, wenn du nicht jeden Tag das machst, dann hast du keine Übung. Und der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ja, wenn das nicht macht, dann kriegt er das nicht hin. So. Und im Endeffekt habe ich dann mir folgendes Gerät gekauft. Die Schleifmaschine. Ja, kann man schon erkennen. Die anderen haben es sofort erkannt. Ist das gängigste Ding, was jetzt solche Waldbesitzer, wie ich einer bin, hernehmen zum Kettenscharf machen. So, das haben wir gekauft. Und da habe ich dann angefangen. Dass ich sage, okay, alle drei Sächen mache ich mit deren Scharf. So, wunderbar. Ja, habe ich scharf gemacht, alle drei Sächen, dann bin ich ins Holz rausgegangen und habe die drei Sächen getestet, ob es schneien oder nicht. Jetzt dürft ihr mal rauen, was rausgekommen ist. Scheiße, jawohl! Nur schlechter, weißt du was? Eine hat geschnien, die anderen zwei nicht. Da bin ich nur narrischer geworden. Ich bin heimgekommen und habe das Ding genommen. Und hast ganz hoch am Schrank Kaffee. Ja? Das hat mir nichts geholfen. Die Scheibenwurst war der Grund. Die Fleckscheiben. Sag mal, ist ja Fleckscheiben oder was das ist da. Schleifscheiben. Ne? Weil du brauchst
unterschiedliche Durchmesser für die unterschiedlichen Ketten. Weil du kannst in der 23er Stiel mit derselben Scheibe scharf machen wie die Fallsäge. Weil die haben eine ganz andere Zahnhöhe. Das funktioniert nicht. Da kriegst du keinen Schnitt drauf. Also das heißt, ich muss, wenn ich die drei Sägen scharf mache, muss ich immer die Scheiben dann tauschen. Das Gerät hat funktioniert. Bei der 550er hat es gewonnen. Aber bei den anderen Sägen nicht. Ich habe das dann genommen, Schrank auf und habe weiter überlegt. Bis der Zufall will, sehe ich in kleinen Zeiten drinnen einen Schärfautomat in meiner Nähe sehr günstig abzugeben. Da haben wir gedacht, da fährst du jetzt sofort hin. Den kennst du, der fährst hin. Da bin ich hingefahren. Da habe ich gesagt, da unten außer. Da sagt er, was, da unten außer? Was, da unten außer jetzt? Sag ich, da unten außer jetzt dein Schärfautomat. Da sagt er, das gibt's doch gar nicht. Ich hab ihn erst vor einer halben Stunde eingestellt. Jetzt bist du schon da, du bist der ganze Schnaller. Da sag ich, du, das ist jetzt wieder Zufall. Weißt du, der Zufall will, ich normal schaue ich da nicht rein, aber da habe ich jetzt einmal reingeschaut. Und zack, sehe ich den Automaten drin. Du, normal, geht mir das nicht so da drin. Er sagt, das gibt's gar nicht, geh nur rein. Dann hat er mir gezahlt, seinen Automaten. So, dann bin ich rein, haben wir nachgeschaut, na ja, gebraucht ist er schon gewesen. Na klar, ja. Im Prinzip spannst du die Kinder ein, hast einen automatischen Vorschub und einfach eine Fleckscheibe, die was ich, eine Steifscheibe, die was ich halt dreht und den Zahn scharf schleift. Ja, da hast du dann die unterschiedlichen Teilungen, 3/8-Teilung, 3/25-Teilung, 1/4, 4/0/4-Teilung, alle gängigen Teilungen, was du brauchst. Und habe ich daheim noch ein paar Sachen reingekriegt. Und zwar als allererstes habe ich beim Markus angerufen und habe gefragt, welcher der Scheiben. Weil ich mir gedacht habe, ja, ich meine allebei, die Scheiben, die ist ausschlaggebend dafür, dass die Schneid sauber wird. Ja, hat er gesagt, jawohl, da hast du recht, ist er so. Nimm die und die Scheiben. So, dann habe ich reingeschaut und habe mich fast ein Schlag getroffen, was so eine Diamantscheibe kostet. Aber die habe ich dann genommen. Im Nachhinein richtige Entscheidungen. Und zwar die 145mm mal 3,2mm mal 16mm. Habe ich genommen, weil auf der ursprünglichen war vom Vorbesitzer eine drauf mit Vollmaterial. Also das heißt, wie auf eine Scheibe, wie auf dem Gerät, wo ich euch davor gezeigt habe, Vollmaterial war da drauf und die Scheiben, die Diamantscheiben, die hat den Vorteil, dass die bloß da vorne eine Diamantbesetzung hat. Und hinten ist als Eisen. Das heißt, der Zoo beim Schleifer wird nicht so schnell heiß. Der wird auch nicht so heiß, weil die Hitze geht da hinten weg auf das Eisenmaterial her und dann kühlt sozusagen die Scheiben den Zahn. Und das ist schon ein Riesenproblem, wenn du da reinschleifst und dann wird der so blau und da kannst du ihn vergessen, weil da kriegst du keinen Schnee mehr drauf. Und da ist im Prinzip dann jetzt ein Ohren dran, ja, da wo man die Ketten spannen kann. Also die Ketten legt man da rein, zeige ich euch dann auch, dann geht die da oben, dann geht die da über den Spanner drüber, da ist eine Federn herinnert. Und dann geht es wieder rauf und dann schiebt der automatische Vorschub die Kette durch und der Arm, der fährt dann oben und schleift den Zahn durch. Ne? So, das ist das Setup. Das ist nicht werksmäßig drauf, der Kettenspanner. Der ist nachträglich jetzt noch hingebaut worden. Ne? So, das war jetzt mein Setup. Ich habe es probiert und tatsächlich, ich habe die entsprechenden Teilungen eingestellt. Ne? Für meine Vollsäge die 3/8-Teilung, für die 55 Großspanner die 3/25-Teilung und für die 23er-Säge wieder eine andere Teilung. Habe ich dann eingestellt und dann habe ich die Kette eingespannt und dann hat die Schliffer und die Kennen waren scharf. Das gibt's euch gar nicht vorstellen. Wie von der Fabrik aus. Wirklich war, weil ich hab's verglichen. Vom Gefühl her. Nicht von der Leistung eingeschnitten, sondern vom Gefühl her. Das ist für mich das Wichtigste. Das Gefühl muss passen. So. Damit war eigentlich mein Thema Schärfe bei der Ketten herbringen erledigt. Dann ist eine Zeit vergangen. Dann ist der Winter gekommen, dann hast du viel geschnitten, dann hast du mit der Fallsäge viel geschnitten, mit der 550er viel geschnitten, mit der 23er eher weniger, aber trotzdem mit der 550er hast du gefahren und der 362er Fallsäge. Dann bin ich heimgekommen auf die Nacht, im Winter wird es frei finster, dann kommst du heim um 4 Uhr und ist finster. Dann darfst du noch keinen herrichten. Wow, gut, dann bin ich hergegangen. Dann habe ich umstimmen müssen. Dann habe ich einmal deren Winkel umstimmen müssen. Also, das heißt, mit der Arm, welchen Winkel der hat, 30 Grad oder 35 Grad.
und dann habe ich die Kettenteilung umstellen und dann habe ich die Kettengeschliffe vorbei. Entsprechend der Kette musst du ja das einstellen, sonst wäre es auch nichts. Ja, sonst wäre es auch nicht scharf. So, und jetzt stehe ich hinten da und sage, ich nehme das Gerät, bloß nicht für 50er Husqvarna her. Weil mit der schneiden die am öftersten, ich habe meine Einstellung, 3/25 Teilung, ich spanne die Kette ein, rums die Bumsti. Und scharf ist der Kinn. Das ist jetzt die Lösung für die Husqvarna 55. Und wenn man die Kinn schleift, das zeige ich euch jetzt. Ich habe jetzt den Kinn von der 55 Husqvarna schon eingespannt. Ja, schaut er so aus. Der Vorschub stößt da an den Zoo an. Das habe ich aber geklappt. Der große Vorteil, was die XK-Ketten von der Husqvarna 55 haben, halt Mäusl. Sie haben keinen Wechsel drin. Was ist ein Wechsel in meiner Sprache? Das ist das da. Also, das sind hintereinander Zähne, die hintereinander sind und in die gleiche Richtung schauen. Ja. Und normalerweise schaut es so aus. Schau in die gegengesetzte Richtung. Einer schaut da um, der andere schaut da um. Das hat der Kind nicht. Das macht es zum brutalen Vorteil. Weil bei dem Gerät muss man das drum da einspannen. Und zwar muss man den genau beim Wechsel einspannen, dass das Gerät weiß, wann es aufhören muss. Weil sonst darf er das durchschleifen und dann schleift es irgendwo in die Kinder rein, weil der Wechsel einen anderen Abstand hat wie die anderen Zähne. Und auch in die andere Richtung schauen. Aber das wird jetzt noch sehen. Der Kopf, der dreht sich entsprechend, wo der Zoo halt hinschaut. Das heißt, das Ding, das muss man normalerweise da oder reinklemmen. Genau da oder. Dass die Maschine weiß, wann es aufhören muss. Weil das Ding, das stößt dann da drin hat, die Nosen, wie man sieht, wenn man mit dem Schrank sicher hindeuten, die Nosen drückt das Ding drückt dann den Nosenvierer. Ja, den Nosenvierer, so, also, zack, dass hinten die Hebel zurückgedrückt werden. Ja, so ist es normal. Und dann werden die Hebel, die zwei Hebel, auf die andere Seite gedrückt. Und damit ist die Maschine aus. So, ganz einfach mit Mechanik. Da ist nichts groß dahinter. Und dann hört die Maschine alle auf, dann ist es aus. Dann ist die Kette einmal durchgeschliffen. Und das ist der Vorteil, dass das die Kette nicht hat, weil ich lasse die Kette aber 3-4 Mal durchlaufen mit derselben Einstellung, weil dann die Schneid immer feiner wird. Das habe ich auch so gefunden. Das habe ich auch nicht gewusst. Aber ich habe auch so gefunden, dass wenn ich die Kette 3-4 Mal durchlaufen lasse, ja, mit derselben Einstellung, nichts mehr mit dem Vorschub, ja, mit dem Zahn, da kann man dann einstellen, wie weit der Zahn 4 gerückt wird, dass er halt noch mehr wegschleift, nichts einstellen, sondern 3-4 Mal, wenn die Einstellung passt, die Kette durchschleifen lassen. Dann wird die Schneid beim Bogen drin und auch beim Dach, beim Zahndach um so fein, dass die herhält. Wahnsinn! Während in der Automat läuft mit der Kette von der 55er Husqvarna Mark II, kann ich die zwei anderen Ketten scharf machen. Also da einmal von der 23er Stiel, die liegt da, kleine Kette, und einer von der 362er Stiel, von meiner Fellsäge. So, da haben wir einen solchen Pfeilbock, Pfeilhilfe, Pfeillehre, wie auch immer man das nennt, gekauft. Ja. Kann ich die Ketten da reinlegen, das ist jetzt schon von der 362er erinnert. Dann hast du auch hinten einen Anschlag, ja, dass du immer in so gleich runterfeilst. Und dann kannst du da die Pfeile einspannen, mit zwei so Schrauben festgeklemmt. Und dann kannst du da deinen Zahn so feilen. Da hast du auch Höhenverstellung drin und so weiter und so fort. Da kannst du auch 10 Grad aufwärts und abwärts feilen, aufwärts, abwärts 10 Grad. Also kannst du eigentlich alle Gradzahlen einstellen, die was du im Prinzip brauchst. So, ich habe mir die
gekauft, weil, wie gesagt, hinten ich von der 550er die Einstellung nicht mehr verstellen wollte und ich eine andere Möglichkeit brauchte, dass ich von denen zwei Sächen die zwei Kenner wieder scharf bringe. Ich habe dann einmal auf der Messe das Ding gesehen und dann haben wir gedacht, oh, das kann gut hinhauen, weil erstens mal gefeilte Kenn ist ein gefeilte Kenn, da geht nichts weg, ist ja klar. Und noch scheint das auch mein Problem zu lösen mit der Übung, weil das ist eine Pfeillehre, eine Pfeilhilfe. Das heißt, ich muss nicht groß Obacht geben, dass der Winkel passt, wenn ich das freihändig mache, weil das macht die Lehre oder die Pfeilhilfe sowieso. Weil ich muss dann eigentlich bloß die Pfeile durchziehen, durch den Zahn durchziehen und dann ist der gefeilt. Ich habe jetzt da ein bisschen abknippelte Pfeile, ich sage mal abknippelte, also eine stumpfe Pfeile, da muss ich ein paar mehr Strich durchgehen, dass ich was wegbringe. Aber wenn du da eine scharfe hast, dreimal zuck, 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 gelangt, oder vier, wie halt die Beschädigung ist, nicht? Aber bei mir ist jetzt da welche der Pfeile, weil die einfach nicht stumpf ist, nicht? Da muss man ein bisschen mehr halt mal. Jawohl, wird schon. Dann schaut man da mal rein. Ne? Oh, die glänzt. Die habe ich überall sauber erwischt. Dürfen, passt da. Haben wir nachher Zeit gekommen. Spitz ist auch weg. Ja, doch, die ist scharf. Oh, die ist scharf. Ich sage alle, wenn es in die Hornhaut hängen bleibt, dann ist es scharf. Ne? Die ist gut. Ja. Gut, passt. 15 Strich haben wir gehabt. Dann ziehen wir den Kinn weiter nach hinten. Dann Anschlag hier festklemmen und oben und durchfallen. Das ist das Gute, weil der, das ist alles festgestellt, der Winkel. Ja. Ich kann nichts verrutschen, man muss bloß durchziehen. Da brauchst du keine Übung. Weil die Übung ist damit weg, weil die Führung halt da ist. Ne? Du brauchst keine Übung beim Fallen. Und ich habe keine Übung. Weil, warum auch? Warum auch? Ne? Wenn du das nicht magst, dann hast du keine Übung. Du willst Radl fahren. Aber beim Zurückziehen Obacht geben, ja, nicht am Zahn zurückziehen, so, weil dann reißt er ja die Metallspäne wieder rein, entschneidet und macht Schnee kaputt, sondern du, also nach vorn am Zahn natürlich hindrücken, dann nimmt Pfeile was weg und dann Pfeile vom Zahn weg und zurückziehen. Zurückziehen und dann wieder zum Zahn hin und zack und zurückziehen. Für ein bisschen vorne am Tiefenbegrenzer hier ist da gar nichts, dann geht das zacki zacki. Ne? Ein bisschen vorne am Tiefenbegrenzer beim Zurückziehen hier zum Führen, dann geht das vorlor. Jawohl. So, jetzt haben wir den Zahn. Oh, der schaut auch gut aus. Der Grat sollte weg sein, der ist weg. Der ist weg. So, und ich tue jetzt da weiter, ich tue jetzt da durch. Damit es nicht so schauen, weil der schläft sei. Und dann schalte ich wieder rein. Schauen wir, dass sie den Tiefenbegrenzer, ob ihn alle scharf sind. Jawohl. Beim Tiefenbegrenzer ist es so, ja, da habe ich ganz normal so eine Leere. Das ist nichts weit Bewegendes. Hat jeder von euch, glaube ich, daheim liegen. Kaufst du da einmal. Passt. Ja, so eine Leere, finde ich, ist am einfachsten und am sinnvollsten. Einfach drauflegen und dann schauen, ob der Zahn da drüber steht oder nicht. Ja, legen wir mal drauf und dann schauen wir mal. Und dann sehen wir.
dass da nichts drüber steht. Das heißt, wir müssten da eigentlich nichts runterfallen. Ich mag es allerweil so, dass ich ihm ein bisschen einen Trief gebe. Also ich soll da aber ein bisschen einen Trief, ein bisschen unter die Leer reinfallen, in den Tiefenbegrenzer. Na, der darf sowieso schon passen. Ja, der darf eh schon passen. Ja, ein bisschen einen Trief brauche ich da noch. Seht ihr es? Dass er ein bisschen drunter ist. Ein bisschen drunter. Na, hat er meiner Meinung nach mehr Zug ins Holz rein. Also das habe ich einfach gemerkt mit der Zeit, dass wenn ich da ein bisschen unter die Leer reinkomme, unter die Leer, dann zeigt er besser ins Holz ein. Natürlich läuft es dann im Holz dann ein bisschen unruhig, das sehe ich ein bisschen schlagen dort. Nicht unbedingt, also wenn man es da hält, merkt man es eigentlich gar nicht. Aber sie zeigt gravottisch besser rein ins Holz. Richtig mit Zug. Ansonsten, da hungert es fast ein bisschen allebei. Also, darum wäre ich da auf alle Fälle einen Tupfer nur oberschleifen. Ja. Was nehme ich her? Ganz einfach, ich nehme einen Flex her. Ich nehme einen Flex her aus dem Grund, weil ich da das bessere Gefühl habe. Ich habe mit der Flachpfeile mit der Hand das Gefühl nicht. Ich habe mit der Flex da mehr Gefühl. Da gehe ich her mit einer alten Flexscheibe. Ganz eine alte Schleifscheibe, die ist total abgenippelt, die hat fast kein Schnee mehr. Gehe ich drauf, ein kleiner Tupfer, das gelangt. Und da hebe ich mir aber meine alten Flexscheiben rauf, die sind da ideal dafür. Dann bringst du nicht zu viel weg, sondern bloß da ganz einen kleinen Tupfer, dann passt es nochmal. Schwert sollte man auch hin und wieder, weil jetzt da das am Kopf drauf steht, sollte man hin und wieder mal umdrehen, drum steht das da am Kopf drauf. Weil sie da vorne da meistens die Kähne ein bisschen einläuft, dann wird das dann nicht mehr so sauber rund hier vorne. Darum drehe ich dann das um. Entsprechend dann kann man es gleichmäßig abnutzen. Da hier vorne. Sollte man machen. So, wurscht, ist ja bloß Aufschrift, hat ja keine Bewandtnis. Nicht? Jawohl, so, ich mache einen Tiefenbegrenzer runter und dann schalte ich wieder rein. Zum Fazit. Jawohl! Meine drei Sechen haben wieder scharf, haben wieder gewitzt, haben wieder einen gescheiten Schnitt drauf, kann es wieder raufgehen. Jawohl, weil ein gescheiter Schnitt macht einfach das, dass du Spaß hast im Holz draußen. Da macht Spaß! Ja, wenn du da die Zeche reinlässt, dann die fährt direkt rein, die schießt rein. Richtig. Puh. Macht Spaß, brutal gut, jawohl! Und wenn das einfach nicht ist, wenn du mal andrücken musst, dann brauchst du recht viel Kraft, dann packst du nichts und kommst auf den Turm und bist Hundsmaid. Sagen wir es so, wie es ist. Ja? Drum probieren wir alle, dass wir gescheite Schnee drauf haben. Ja? Jawohl! Ich hoffe, ich habe euch wieder ein bisschen weiterhelfen können. Weil ich da das mit der Schnee mache, ist es ein bisschen komplizierter. Ich mache auch nichts in Holztrassen scharf. Das kann ich einfach nicht, schlicht und ergreifend, da fällt mir die Übung. Bei mir gibt es allerweil ein Säge und ein Ersatzkind, die ich dabei habe. Und dann, wenn ich heimkomme, werde ich alles wieder hergerichtet. Und wenn da draußen was passiert, dass irgendwo stumpf ist, dann fahre ich heim und richte es her. Weil ich habe nicht weiter ins Holz aus. Weil bei uns ist das Holz aus nur mehr. Ich habe kein Brickel weiter, weil ein Kilometer ins Holz rein. Dann kann ich heimfahren. Ja? Da war der andere vielleicht nicht von euch, das ist ja wurscht. Auf alle Fälle mag es ihr so, weil es mir am besten taugt, weil ich auch so gefunden habe, dass das am besten so hinhaut. Und ich hoffe, ich habe euch wieder unterhalten können und ein bisschen weiterhelfen können. Und wenn euch meine Videos gefallen, wie alleweil, bewertet es positiv. Und ganz wichtig, abonniert den Kanal! Weil wenn das nächste Mal ein Video kommt, dann wird es automatisch benachrichtigt. Und umsonst, das ist Wahnsinn, das gibt es ja gar nirgends mehr. Also, macht es gut. Seid fleißig in Holztrassen. Und schaut auf, dass euch nichts passiert. Bis zum nächsten Mal. Habt ihr die? Servus, jawohl!